Wie schön könnte das Leben sein, liebe Zuschauer, gäbe es da nicht den Streit mit dem Kollegen, den Ärger mit dem Nachbarn, das Zerwürfnis mit dem Partner. Aber wie können wir all diese Konflikte ausschalten oder trotz dieser Konflikte zu einem einigermaßen friedlichen Leben kommen? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und jemand hat schon darüber nachgedacht, nämlich unser heutiger Gesprächspartner, der katholische Bischof von Eichstätt, Walter Mixa. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie haben ein Buch geschrieben und das trägt den Titel Friede und Versöhnung im Zeichen des Kreuzes. Und jetzt wird vielleicht mancher Zuschauer denken, da kann ich mir schon denken, was ich da jetzt zu hören kriege. Da soll ich halt einfach immer zu Kreuze kriechen. Da soll ich immer schön nachgeben und alles ertragen. Wenn mich jemand auf die rechte Wange schlägt, soll ich die linke hinhalten. Ist das wirklich das kirchliche, das christliche Rezept für den Umgang mit Konflikten? Bleiben wir gleich einmal bei Ihrer letzten Aussage. Wenn mich jemand auf die rechte Wange schlägt, soll ich ihm die linke hinhalten. Diese Aussage wird in der Regel vollkommen missverstanden und diese Aussage ist äußerst ernst zu nehmen. Und zwar hat folgende Bedeutung. Wenn ich normalerweise jemandem auf die Wange schlage, dann schlage ich ihn in der Regel mit meiner rechten Handfläche, nämlich auf die linke Wange. Ich kann einen anderen nur auf die rechte Wange schlagen, wenn ich ihn mit dem Handrücken auf die rechte Wange schlage. Und den anderen mit dem Handrücken auf die rechte Wange zu schlagen, hat für den gläubigen Juden damals eine ganz hohe Strafe nach sich gezogen. Er ist nämlich aus der Synagoge ausgeschlossen worden, also aus der engeren Glaubensgemeinschaft der Israeliten. Und Jesus will mit dieser Aussage sagen, wenn dich jemand um meinetwillen aus der Glaubensgemeinschaft der Israeliten ausschließt, weil du zu mir gehörst, zu diesem menschgewordenen Gottessohn, dann lass dich durchaus ausschließen und bildhaft gesprochen, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Es geht also hier nicht darum, dass ich mir einfach bloß alles gefallen lasse, mich in keiner Weise zur Wehr setze, sondern diese Aussage hat die ganz, ganz tiefe Bedeutung, dass ich um des Glaubens willen an Jesus Christus mich sogar aus der Glaubensgemeinschaft der Synagoge ausschließen lassen soll. Hauptsache, ich gehöre zu diesem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Also so einfach scheint es nicht zu sein. Und das wird für manchen Christen, der uns zuschaut, eine echte Überraschung sein. Denn man stößt ja oft auf diese Haltung. Ich muss als Christ eben immer demütig sein. Unter demütig versteht man, ich muss eben all die Schläge einstecken, die da so kommen. Kann das vielleicht sogar etwas Negatives sein, wenn mich ein Feind bedrängt, wenn jemand mir etwas zumutet, was einfach nicht sein darf, was ein Unrecht ist, und ich leiste dem keinen Widerstand? Für mich ist hier ein ganz großes Beispiel Jesus Christus selber. Jesus Christus in diesem Schauprozess, den man gegen ihn aufgezogen hat, und zwar zunächst einmal bei dem Schwiegervater des Kaiaphas, bei Hannas, wird ja Jesus ganz klar und eindeutig zu Unrecht angegriffen. Und er sagt dann, gibt keine Antwort, beziehungsweise sagt, dass das Unrecht ist, dass das nicht stimmt, was ihm vorgehalten wird. Und dann schlägt ihn der Knecht des hohen Priesters, Hannas. Und daraufhin sagt Jesus, warum schlägst du mich? Wenn ich Unrecht gesagt habe, dann weise es mir nach, wenn nicht, noch einmal, warum schlägst du mich? Und das ist für meine Begriffe das richtige Verhalten. Ich habe als menschliche Person, als die mir von Gott gegebene Würde, für diese Eigenständigkeit meiner Person, für diese Würde will ich eintreten. Und wenn ich weiß, dass ich jetzt von einem anderen schlecht
behandelt bin oder dass ein anderer Schlechtes, Nachteiliges über mich sagt, dann habe ich mir das angewöhnt, habe ich sogar die Pflicht zu sagen, warum behandelst du mich jetzt so? Ich fühle mich von dir wirklich nicht ernst genommen, ich fühle mich von dir schlecht behandelt und warum hast du eine solche Aussage gegenüber anderen über mich gemacht, wobei es wirklich nicht der Tatsache entspricht? Entscheidend ist bei der Feindesliebe, die Jesus predigt, dass wir endgültig versuchen, und es ist immer bloß auch ein Versuch, den Teufelskreis des Bösen zu durchbrechen, wie du mir, so ich dir. Aber das heißt nicht, einfach Unrecht hinzunehmen und nichts dagegen zu sagen. Und nun wissen wir aber, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und auch mit aller friedfertiger Einstellung kann ich nicht jeden Konflikt beseitigen, weil da der andere nicht immer mitmacht. Nicht jeder ist zur Versöhnung bereit. Selber ist man ja auch nicht immer gleich zur Versöhnung bereit, wenn man besonders getroffen wird in einem bestimmten Punkt. Und wie kann man sich da verhalten, wenn ich jetzt einen Konflikt habe, der mich sehr belastet, der schwelt und der einfach nicht zu beseitigen ist, weil der andere da nicht mitmacht? Das ist eine ganz schmerzliche Erfahrung, die nicht selten vorkommt und die auch persönlich oftmals gar nicht so leicht zu verkraften ist. In einer solchen Situation habe ich immer oder gebe ich immer zwei Ratschläge. Zum einen, das mag jetzt vielleicht etwas abstrus klingen, hat aber immer wieder von den Aussagen, die mir dann danach gegeben worden sind, wirklich Erfolg gehabt, dass ich für den anderen, mit dem ich jetzt so nicht gut auskomme, wo ich jetzt auch durch persönliches Gespräch, durch Entgegenkommen die Situation nicht entschärfen kann, dass ich für den anderen, ohne dem lieben Gott etwas vorzuschreiben, ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria bete. Und indem ich für den anderen, der mir nicht ganz grün ist und mit dem auch ich meine persönlichen Schwierigkeiten habe, für den bete, erzeugt sich dadurch in mir schon die Haltung, dass irgendwie also starke Missstimmung oder gar Wut abgebaut wird und ich sage, Gott allein kann gerade schreiben, auch auf krummen Zeilen. Und der zweite Ratschlag von mir ist dann immer der, die Dinge jetzt einfach auf sich beruhen zu lassen. Jetzt nicht noch einmal ein böses Wort auf ein anderes böses Wort draufzugeben, sondern die Sache jetzt auf sich beruhen zu lassen. Das ist jetzt eben im Moment diese Situation. Wir kommen miteinander nicht so ganz klar. Ich muss das stehen lassen. Das ist mir auch schon passiert, dass ich das zwar bedauert habe, aber ich musste sagen, gut, es hat jetzt da keinen Sinn, noch einmal in einem Gespräch nachzuhaken oder noch einmal dorthin zu gehen. Ich muss da jetzt die Geduld haben, abzuwarten und für den Betreffenden zu beten. Und ich wiederhole das noch einmal, gerade dann das Gebet auch für den Betreffenden verhindert, dass ich mich selber in einer starken Abneigung oder gar in einer Haltung der Wut, gegebenenfalls auch der Angst, hineinsteigere, sondern trotz Enttäuschung dann doch relativ, sage ich, also verhältnismäßig gelassen bleiben kann. Und es ist ein Mittel, das man immer anwenden kann, unabhängig vom anderen. Nun verlangt aber das Christentum ja von dem Menschen noch mehr als eine einfach friedfertige Gesinnung auch dem Gegner gegenüber, sondern es mutet einem ja zu, sogar den Feind zu lieben. Und da haben zu allen Zeiten die Leute gesagt, wie kann denn das gehen, wie kann man das von mir verlangen, diesem widerwärtigen Kerl, der mir also so Übles angetan hat, den auch noch zu lieben, dass ich ihm nicht den Kopf einschlage, gut, soweit kann man mitgehen. Aber ihn lieben, wie kann das gehen? Das kann insofern ganz einfach gehen mit der Feindesliebe, ist also nicht gemeint, um das jetzt vielleicht etwas drastisch auszudrücken, Millionen seid umschlungen, der Kuss der ganzen weiten Welt, das ist also damit überhaupt nicht gemeint. So mit der Feindesliebe ist wirklich das gemeint, dass ich versuche, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ich bin jetzt vom anderen beleidigt worden oder verletzt worden, auch durch böse Ausdrücke. Und das ist natürlich schon ungeheuer schwierig, dass ich jetzt nicht
in der gleichen Weise reagiere. Dass ich nicht ein böses Wort auf das andere draufgebe, einen Haufen Unrecht auf einen schon vorhandenen Haufen Unrecht noch einmal draufsetze, sondern dass ich versuche, wirklich in einer inneren Beherrschtheit und dann vielleicht sicher auch mit der Bitte, Jesus, hilf mir, dass ich jetzt ruhig bleibe, dass ich jetzt hier nicht ausraste, dass ich dann versuche, auf diese Weise das Böse nicht noch spiralenmäßig zu steigern. Nun, Herr Bischof, wir spüren jetzt ja der Frage nach, wie können wir zu einem friedvollen Leben kommen in den vielen Konflikten, die uns umgeben? Wie können wir zur Versöhnung kommen? Und da ist die Versöhnung mit dem Feind natürlich eine große Herausforderung. Aber unser größter Feind sind wir ja oft selber. Und ist das nicht oft das größere Problem, die größere Schwierigkeit, Konflikte, die wir mit uns selber haben? Und wie können wir denn da zur Versöhnung kommen? Die Frage ist insofern ganz berechtigt, weil sie die ehrliche, mögliche Konfliktsituation in uns anspricht. Dass ich mit mir selber im Unklaren bin, dass ich gegebenenfalls auch vor Entscheidungen, die anstehen, Angst habe, dass ich auch Angst habe vor der Begegnung mit Menschen. Und das sollte ich einfach gar nicht verschweigen. Oder dass ich spüre, ich habe wirklich irgendetwas in meinem Leben auch falsch gemacht. Dass ich meinetwegen in eine zu starke Abhängigkeit von Menschen oder auch von Leidenschaften oder von Trieben gelangen kann. Das sind ja wirklich urmenschliche und fast auch alltägliche Erfahrungen. Und da ist es nun wirklich geboten, dass Böse oder böse Neigungen oder Ängste in sich selbst zu erkennen und nicht zu verdrängen. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem sich selbst verzeihen können. Warum fällt einem das denn so schwer? Schwerer oft als anderen zu verzeihen. Kann das auch damit zu tun haben, dass da der eigene Stolz irgendwie mit betroffen ist? Also der eigene Stolz spielt also zweifellos eine Rolle, und zwar bei jedem Menschen. Also nicht, wenn beispielsweise jemand sagte, also die höchste Tugend ist die Demut. Wie froh bin ich, dass ich sie mir bereits nach großer Mühe errungen habe, dann ist das natürlich ein vollendeter Ausdruck von Stolz. Dass ich eben sagen möchte, gut, also bei mir läuft alles in Ordnung, ich mache keine Fehler, bei mir ist das alles korrekt und ich bin da in jeder Hinsicht absolut zuverlässig. Und das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an nüchterner Selbsteinschätzung. Und hier möchte ich sagen, auch an Demut. Und Demut ist eine ganz starke Tugend. Heißt Mut zum Dienen, dass ich durchaus auch bei mir erkenne, dass ich dem anderen etwas schuldig bleibe, dass ich andere Menschen auch enttäuschen kann, auch wenn ich das jetzt aktiv und bewusst nicht will, und dass ich auch gegenüber der Liebe Gottes, die er zu mir hat, dadurch, dass er mir das Leben geschenkt hat, dass er mir diese Welt, das Universum schenkt, dass er mir Jesus Christus schenkt, dass ich ihm manchmal auch die kalte Schulter zeige. Und dass mir das gleichgültig ist. Und das nicht zuzugeben, also so zu tun, also bei mir läuft ja alles ganz einwandfrei. Und der andere ist eben wirklich also der böse oder der negative Mensch, der also immer wieder also sich dumm und falsch benimmt und mir so richtig auf die Nerven geht. Und die eigenen Grenzen nicht zu erkennen, das ist natürlich schon aus einer Haltung des Stolzes geboren, bewusst oder unbewusst. Und da müssen wir auch ganz stark mit uns selber in einer ganz klaren, realistischen Selbstkritik bleiben. Nun haben wir, Herr Bischof, gesprochen über die Versöhnung mit dem Feind, mit Gegnern, über die Versöhnung mit uns selber. Und da gibt es aber noch die Versöhnung mit Gott. Und wozu brauchen wir denn die? Die Versöhnung mit Gott brauchen wir deshalb,
weil nur Gott allein uns wirklich die Befreiung von Schuld, von Fehlerhaftigkeit, von Sünde zusprechen kann. Und da gibt es ja ein ganz hervorragendes Beispiel im ältesten Evangelium, nämlich im Evangelium nach Markus. Es wird im 3. Kapitel berichtet, wie Freunde einen kranken Menschen zu Jesus bringen. Jesus ist umdrängt von vielen anderen Menschen. Die Freunde sind sehr erfindungsreich. Sie klettern auf das Dach, gut, in der dortigen Gegend, Häuser mit Flachdach, orientalischer Bau, decken das Dach ab, also den Dachschutz, und lassen auf Seilen den Kranken mit der Bahre direkt vor den Füßen Jesu nieder. Und jetzt das total Verblüffende, wer diesen Text liest, Jesus spricht den betreffenden jungen Mann nicht an wegen seiner Krankheit oder wie er damit zurechtkommt, sondern er schaut ihn an. Also das lese ich aus dieser Begegnung heraus. Er schaut ihn an und sieht im Auge dieses jungen Menschen sicher einen Ausdruck von Verzweiflung, von Angst über dieses Lebensschicksal, das er zu tragen hat. Womöglich hadert er auch mit Gott. Und jetzt sagt Jesus etwas total Verblüffendes. Er sagt zu dem kranken, gelähmten jungen Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt kommt die Reaktion der Umgebung, die Reaktion der Theologen, würden wir heute sagen, die Reaktion der Schriftgelehrten und der Pharisäer, die ja zu Recht sagen, und das ist ja jetzt nicht ein Unrecht, was die sagen, sondern die zu Recht sagen, was fällt diesem Jesus ein? Gott allein kann Sünden vergeben und nicht ein Mensch kann einem anderen Menschen die Vergebung von Schuld und Sünde zusprechen. Das ist allein Gott möglich. Und Jesus greift das auf. Er lässt das nicht im Hintergrund stehen und sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn gekommen ist und die Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir jetzt. Und jetzt kommt im Grunde genommen erst der zweite Schritt zu dem Gelähmten. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und damit wird deutlich, dass diese Sündenvergebung, von der die Pharisäer zu Recht sagen, dass sie nur Gott zusteht, eben wirklich in Jesus Christus zu uns gekommen ist und dass das eben auch schon ein Teil für den Anbruch des Reiches Gottes ist, dass Jesus dich und mich von Schuld und Sünde befreien kann. Da drängt sich mir aber eine ganz andere Frage auf. Wenn da ein Kranker zu Jesus kommt, wie ist denn da? Da scheint ja ein geheimnisvoller Zusammenhang zu bestehen zwischen dieser Sündenvergebung, der Versöhnung mit Gott und der Heilung, der physischen und psychischen Heilung von Menschen. Das Beispiel, das ich eben genannt habe mit dem jungen, gelähmten Mann und dieser ersten Aussage Jesu von der Sündenvergebung, ist natürlich in anderen Begegnungen mit Kranken so nicht gegeben. Aber das ist hier in dieser ersten Berichterstattung über eine Wunderheilung durch Jesus Christus im Markus-Evangelium so eindeutig auch mit der vorausgegangenen Sündenvergebung verbunden. Und damit kann auf Ihre Frage durchaus, das muss nicht immer allgemeingültig sein, aber durchaus die Antwort gegeben werden, dass oft eine innere Zerrissenheit, eine innere Unklarheit mit mir selber, auch ein schlechtes Gewissen, die Erfahrung von begangenen Sünden, von sogar schweren Sünden, dass sich das negativ auswirkt auf meine seelische Stimmung, dass mir da ein Stück innere Freiheit, dass mir eine Art Gelassenheit und Lebensfreude verloren geht und dass dieser Verlust sich dann durchaus auch in einer organischen Erkrankung auswirken kann. Bei sehr ernsthaften Gesprächen haben mir Ärzte gesagt, manche sogar, ich will das jetzt nicht als absolut setzen,
Aber ich weiß um Aussagen, bei denen Ärzte mir gesagt haben, dass 50% oder noch mehr der Krankheiten bedingt sind durch seelische Ursachen. Und diese seelischen Ursachen natürlich oftmals eben auch durch negative Lebenserfahrung mit sich selber, gegebenenfalls mit anderen, auch mit der Erfahrung von Sünde in Zusammenhang zu bringen sind. Aber wie stark, wie weit geht denn die Bereitschaft Gottes, Sünden zu vergeben, sich zu versöhnen? Kann man es sich denn sozusagen mit Gott auch verscherzen? Man denkt ja manchmal, also alles Mögliche kann Gott verzeihen, aber das wird er mir nur nicht mehr verzeihen können. Das ist eine Frage des Vertrauens gegenüber Gott und ist dann natürlich auch eine Aufgabe des Seelsorgers, und jetzt Seelsorger nicht allgemein gesehen, sondern wirklich des geweihten Priesters, der die Vollmacht hat, im Namen Gottes Sünden zu vergeben. Sie haben das angesprochen mit Krankenheilung. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht und auch andere, und Ärzte haben mir das bestätigt, dass ich durch die Spendung des Krankensakramentes, der Krankensalbung, das heißt, es geht voraus die Spendung des Bußsakramentes, dann die Salbung mit dem Krankenöl, dann der Empfang der Heiligen Kommunion, dass viele von denen, die dieses Sakrament der Kranken empfangen haben, wieder erwarten zu einer größeren inneren Hoffnung und auch Befreiung gekommen sind, und dass Ärzte sagten, seit sie da waren und die Krankensalbung gespendet haben, ist es dem betreffenden Patienten oder der Patienten sichtbar und spürbar besser gegangen. Wir werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach entlassen können, was wir ursprünglich so nicht gedacht haben. Und die andere Erfahrung ist dann natürlich auch die, dass ich Menschen schon die Vergebung Gottes zusprechen kann und muss, eben weil der Jesus Christus selber in seiner Menschheit das Kostbarste, was ein Mensch hat, nämlich sein Leben, aus reiner Liebe gegeben hat, in einer echten Hingabe, um allen Widerspruch gegen Gott und damit jede Art von Sünde zu überwinden, in einer echten Wiedergutmachung und eher stellvertretend für das gesamte Menschengeschlecht. Praktisch gesagt, ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht bei Frauen, die teilweise natürlich auch im Stich gelassen worden sind, in der Erwartung ihres Kindes, sei es im Stich gelassen worden sind vom Erzeuger dieses Kindes, sei es im Stich gelassen worden sind vom engsten Familienkreis oder bei jungen Frauen von den Eltern, die dann das Kind haben sich wegnehmen lassen und die dann jahrelang mit den Folgen der Abtreibung nicht fertig geworden sind. Nicht, weil sie irgendwie einen religiösen Tick oder Komplex gehabt hätten, sondern weil sie gespürt haben, hier ist etwas in mir selber passiert. Hier habe ich die Zustimmung zu der Vernichtung eines Lebens gegeben. Das kann ich eigentlich gar nicht verantworten. Wird Gott mir verzeihen können? Und da habe ich dann wiederholte Male, und das muss man dann mit einem großen Einfühlungsvermögen tun, wirklich die Register der Barmherzigkeit Gottes gezogen, um einem solchen bedrückten Menschen doch durch die Zusprechung der verzeihenden Liebe Gottes, die keine Grenzen hat, wieder neuen Lebensmut und Hoffnung zu geben. Und das gelingt dann auch stufenweise. Wobei ich aber sagen möchte, dass das Bußsakrament das sensibelste Sakrament überhaupt ist, das wir spenden können. Und auf der anderen Seite aber das größtmögliche Sakrament, Sakramentgeschenk, das größtmögliche Geschenk der Befreiung und des neuen Mutmachens für eine positive Lebensgestaltung. Sie tun ja auch was dafür, denn Sie sind Schirmherr eines Beichtmobils, das großes Aufsehen erregt hat in den letzten Monaten. Und das ist ja wirklich interessant, wenn man sieht, wie über dieses Beichtmobil berichtet wird, wie positiv überall in nichtkirchlichen Zeitungen darüber berichtet wird. Das spricht ja auch dafür, dass da ein Bedürfnis da ist. Was hat es denn mit diesem Beichtmobil auf sich? Ja, das Beichtmobil ist eben diese ganz großartige Möglichkeit,
dass zum einen hier so ein in sich geschlossenes, geborgenes Gehäuse da ist und ich auf der anderen Seite, wenn ich dieses Beichtmobil sehe, mir plötzlich der Gedanke kommt, du könntest jetzt einmal hier zum Beichten gehen und der Betreffende setzt voraus, dass es sich hier um einen verständnisvollen, guten Priester handelt, der ihn eben auch persönlich gar nicht so kennt. Wo er der sein kann, der er wirklich ist und wo er sich also in aller Freimütigkeit aussprechen kann. Gerade diese Tatsache haben wir ja erfahren, auch beim letzten Katholikentag in Ulm. Hat also in diesem ganzen Messegelände das Beichtmobil eine ganz herausragende Rolle gespielt. Im ganzen Messegelände war sonst nirgendwo die Möglichkeit, das Bußsakrament zu empfangen, also zu diesem sehr intimen Lebensgespräch zu kommen, was ja im Grunde genommen auch eine Beichte ist, und das Beichtmobil sich auf diese Weise größter Beliebtheit erfreut hat, in ähnlicher Weise auch hier in Eichstätt bei einer kirchlichen Veranstaltung der letzten Monate ist auch dieses Beichtmobil durchaus von Leuten, die jetzt des Weges kamen, die das gesehen haben, die die Möglichkeit erkannt haben, die Möglichkeit beim Schopf ergriffen haben und dann eben so dieses Sakrament der Versöhnung und Befreiung empfangen haben. Also eine Ermunterung, dieses alte katholische Hausrezept zur Versöhnung, die Beichte, wieder einmal in Anspruch zu nehmen, sei es in dem Beichtmobil, das ja vom Hilfswerk Kirche in Not, dessen Trägerverein Sie auch angehören, gestattet ist, sei es aber auch in jeder Kirche im Beichtstuhl. Man muss sich nicht davor fürchten. Sie werden das bestätigen als erfahrener Beichtvater. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein konnten. Wenn Sie, liebe Zuschauer, noch mehr wissen wollen zu diesem Bereich, wenn Sie das Buch von Bischof Mixa sich besorgen möchten mit dem Titel Friede und Versöhnung im Zeichen des Kreuzes, dann notieren Sie sich einfach die Internetadresse oder Telefonnummer, die gleich eingeblendet wird. Da werden Sie dann dahin geführt. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Spirit, Leben mit Stil.